Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry Primal. Wir haben einen neuen Punkt hier erreicht. Wir sind ja nachts unterwegs, weil dadurch, dass wir natürlich den Säbelzahn haben, sollte das nicht das Problem sein, dass wir hier nachts unterwegs sind. Und ich meine, rein theoretisch, na, wir überraschen die eh immer, weil die wahrscheinlich gar nicht damit rechnen, dass wir nachts unterwegs sind. Okay, die Bären haben sogar doch noch Angst vor meinem Säbelzahntiger. Das ist ja mal nice. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte jetzt mehr damit gerechnet, dass wirklich mein Säbelzahntiger sagt, und ich bin mal weg. Das ist natürlich sehr nice. Haut einen Adler ab. Ich gucke jetzt gerade mal, wie wir am besten hier hochkommen. Ich renne jetzt einfach mal hier so ein bisschen entlang. Es kann natürlich sein, dass uns da gar kein Weg hochführt. Ah, vielleicht hier kommt einer hoch. Ja, da wäre einer gewesen. Und wir waren jetzt ja hier, sind wir irgendwo hergekommen. Naja, okay, wir könnten jetzt zurücklaufen, aber. Ach, ich dachte, das wäre ein Säbelzahntiger. Wir kommen gar nicht da hoch. Das sind auf jeden Fall ein paar Südsteine, die nehmen wir natürlich mit. Dann müssen wir sogar leiderweise wieder zurücklaufen. Es sei denn, wir würden jetzt das da benutzen, aber dann müsste unser Tiger ganz außen rumlaufen. Bis er dann da ist, es dauert dann auch ein bisschen. Also laufen wir doch einfach mal ganz schnell hier zurück. Nehmen uns hier noch die Südsteine mit, die ich gerade übersehen habe. Ich meine, klar, man sieht hier immer, übersieht hier immer irgendetwas. Na? Das bleibt gar nicht aus. Aber wie ihr seht, mit dem Säbelzahntiger ist man natürlich äußerst schnell. Na? Ich schätze jetzt einfach mal, dass wir da hoch müssen. Ja, andersherum werden wir wohl nicht dahin kommen. Ich meine, dass auch vor die Steine rennt. Also ich sag mal so, wenn ich mir so angucke, wie wir einen Punkt nach dem anderen mit unserem Säbelzahntiger einfach so überrennen, da würde ich schon fast sagen, wir bleiben einfach sitzen die ganze Zeit. Ja, ich habe da Escape gedrückt zum Überspringen. So, Bevölkerungslimit ist wieder hoch. Entschuldige. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Hab ich mich jetzt erschrocken?
Was fällt dir denn ein, einfach hier so hochgerannt zu kommen? Ja, wenn man natürlich nicht auf seinem eigenen Tier sitzt, ne, dann ist das schon erschreckend. Na? Davon haben wir jetzt immer noch nur einen. Können wir noch welche machen? Ne, wir brauchen Hartholz und Tierhäute. Gut, die haben wir jetzt leider nicht. Vielleicht haben ja unsere blauen Kollegen hier welche dabei. Ja, der hat schon mal Tierhäute gehabt. So, ich nehme einfach mal von allen hier. Da hinten ist noch einer. Vielleicht haben wir ja dann gleich genug, um noch ein bisschen was zu machen. Ihr wisst, was ich meine, an Speeren. So. Ja, das ist doch wunderbar. Konnten wir wenigstens wieder einen zweiten machen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir haben ein bisschen Glück und haben hier sogar noch mal ein paar Sachen drinne. Können wir noch was anderes gebrauchen? Fleisch ist voll. Nordsee, da können wir natürlich noch mitnehmen, aber das ist jetzt nicht das Wahre, würde ich mal so sagen. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken, dass wir nicht immer alle unsere Speere verkloppen. Guck mal hier sind voll viele Mammuts. Ich würde ja gerne mal so einen Mammut jagen, aber das Problem ist ganz einfach, einen Mammut zu jagen. Hier, Jagdschwierigkeit sehr schwer. Na? Und die fürchten sich noch niemals vor Feuer. Das ist das. Gut, wir laufen jetzt erstmal mit unserem Tiger wieder. Ey, du solltest da drauf. Also das muss ich jetzt nicht verstehen, dass der jetzt runtergesprungen ist, aber okay. Ach, da kann der auch nicht. Och, ey. Kann aber da, ja. So, dann machen wir das Dorf heute auch noch. Aber da braucht irgendjemand unsere Hilfe. Versuche natürlich jetzt immer diese kleinen Missionen einfach mitzunehmen. Okay. Das nächste Mal wissen wir Bescheid. Wir lassen das. Ja. Das Schöne ist natürlich, wir können unser Säbelzahntiger wiederholen, ganz einfach. Das ist jetzt natürlich genial. Wir haben natürlich auf den geschmissen. Ja, ist natürlich das Problem, hier gibt es natürlich halt Säbelzahntiger. Ne, das ist natürlich ganz, ganz, ganz klar und ohne Fragen zu beantworten. Aber eben, ich hatte natürlich ein bisschen gehofft, dass wir nicht auf die unbedingt gerade treffen. Südholz brauchen wir ja schließlich auch noch. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich.
Ja, ich versuche jetzt natürlich abkürzenderweise hier hinzukommen. Na, würde ich da einfach mal sagen, was? Ah, jetzt kann ich es einfach mal rufen. Das ist ja sehr schön. Dann machen wir jetzt mal V. Jägerblick, zack, zack. Zack. So, den müssen wir als allererstes mal erwischen. Okay. Da hinten ist er. Beziehungsweise, wenn wir jetzt auf die losgehen. Ach, da ist auch noch einer mit dem Horn. Wieso greift er den jetzt nicht an? War doch rechte Maustaste und dann. Ach du Shit, da fliegen die Kacke. Dann könnte es jetzt sehr interessant werden. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Leute, jetzt mal ernsthaft. Der guckt auch zu uns hin, ne? Ne, der guckt woanders hin. Ah!
Das kann ich auch. So, jetzt haben wir es aber endlich geschafft. Wurde auch mal Zeit. Ich meine, gut, das war jetzt auch schon ein wirklich großer Außenposten. Aber ich bin natürlich beim ersten Mal ein bisschen falsch reingegangen. Selbst beim zweiten Mal hätte man es jetzt noch besser machen können. Na klar. Aber habe ich gesagt, ich will hoch. Ich dachte, da liegt einer. Wie gesagt, man hätte es besser machen können. Klar, logisch. Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr am besten sowas machen würdet, dann sagt es mir ruhig mal. Schreibt es in die Kommentare rein und dann werde ich mal gucken, dass ich das irgendwie vielleicht mal ein bisschen umsetze. Ne, war. Wir haben natürlich kaum was hier drin. Ne? Das ist natürlich ziemlich schlecht. Da ist noch irgendwo... Ach, da. Ja, es kostet zwar immer einen Pfeil, aber da kann manchmal was ganz Wertvolles drin sein. So, wir haben hier drinnen auf jeden Fall noch ein paar Tote. So, irgendwo hier soll auch eine Belohnung sein. Ich habe jetzt gerade leider nur keine Ahnung, wo das sein soll. So, dann hatten wir hier ja zwei Stückchen. Das Gute ist ja natürlich, dass wir hier so viele Leute drin waren und auch getötet haben, dass wir ordentlich viele Sachen kriegen. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt auch diese Folge hier. Und ich sag mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Far Cry Primal. Ein paar Dörfer müssen wir ja noch machen, damit wir auch ein bisschen... okay, sie ist jetzt die Aufpasserin. Wir müssen doch irgendwie... Ah, so kommen wir ja wahrscheinlich hoch. Wir müssen da irgendwo noch zwei so... Oder auch nicht. Gut. Leute, ich bedanke mich wie gesagt fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Kommentar wäre auch ganz schön. Und ansonsten, wenn es euch super gut gefallen hat und ihr mal auf dem Laufenden sein wollt, was bei mir auf dem Kanal so abgeht, dann würde ich sagen, abonniert mich, dann seht ihr immer sofort, wenn ich was Neues hochlade. Und ansonsten sage ich mal, ich bin raus. Euer Nexus. Ciao.